So, wir waren jetzt hier stehen geblieben bei diesem Irren, der sich da eingeschlossen hat. Und wir sind mit dem Monster hier draußen. Entspannung. Ja, gut, obwohl ich nicht denke, dass das unbedingt ein Monster sein wird. Keine Ahnung. Ich hoffe jedenfalls. So, jetzt haben wir hier noch eine Tür, wenn Nico nicht wieder im Weg stehen würde. Gott, die heißt Nico, ich vergesse das immer wieder. Entweder klemmte die Tür oder sie war verschlossen. Wenigstens nicht Petra. Das soll jetzt nichts gegen Petra sein, aber der Mördername, also ist einfach. Oh, da kann man rein. Ein Lämpchen. Können wir diesen Pfeiler da kaputt machen? Bestimmt. Es war der Sicherungskasten des Theaters. Er sah sehr alt und sehr gefährlich aus. Offenbar waren einige Sicherungen durchgebrannt. Nur eine war noch übrig. Na toll. Was kann man denn hier noch so mitnehmen? Oh, eine Kiste, aber. Was hast du denn jetzt? Schluck auf? Ja, tatsächlich. Die Stützstrebe war zwischen Boden und Decke eingeklemmt. Sie stützte den Boden des Zimmers darüber. Offenbar stützte sie die Decke ab. Sicher gab es einen bestimmten Grund dafür. Ah, mit unserer Schminke, die ja aus Fett das basiert, würde ich auf keinen Fall tun. könnten wir das Ding schmieren und dann könnten wir. Pappbecher? Oh ja. Schminke? Na. Oh. Ih, das geht. Schminke basiert auf Fett, lernt man im Chemieunterricht. Offenbar stützte sie die Decke ab. Sicher gab es einen bestimmten Grund dafür. Eine Tasse mit Theaterschminke? Das würde hier nicht gehen. Irgendwas, wo man erhitzen kann. Die Lampen, die im Theater an der Bühne. Ja. Da, wo hier George sich in der letzten Folge so schön den Finger verbrannt hat. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht rausgehen und in irgendwie ein Monster rennen. Nein. Nein, keine Monster. Noch nicht. Okay, was gibt's hier noch so? Die Tür, aber ja, dieser Gang. Ein Gang. Und? Mein Gott, George, sieh mal hier. Muss ich wirklich? Seine Brust ist einfach weggebrannt worden. Ich habe schon einige Leichen gesehen, aber die hier schlägt sie alle. Das riecht bestimmt knusprig. Er hat wohl zum Mittag Hühnchen gegessen. Was könnte das verursacht haben? Schon mal in einem englischen Restaurant gegessen? Im Ernst? Keine Ahnung. Ich bin Anwalt, kein Pathologe. Die Leiche war stark verstümmelt. Ich fasse nicht, dass ich das wirklich tue. Ich hätte schwören können, dass er mich beobachtete, als ich seine Taschen durchsuchte. Aber mir war jemand zuvor gekommen. Ich fand nur eine leere Kartenhülle. Sollen wir da mal gucken? Das sieht aus wie eine solide Stahltür mit Schlitz. Es sah aus wie ein Kartenleser, aber ohne Knöpfe oder Tastatur. Wozu er wohl hier montiert worden war? Mit einer Haarspange und der Staniolfolie aus einer Kaugummipackung könnte ich ein primitives Gerät basteln, um das Schloss zu knacken. Ich könnte allerdings auch die Karte suchen, die die Tür öffnete. Vielleicht der Kerl, der sich eingeschlossen hat? Und wenn es ein Magnetkartengerät ist, bringt das mit dem Staniol-Trick nichts. Ja, vielleicht hat unser verrückter Soldat da so ein. Okay, das war jetzt komisch mit der Schminke, aber das war eine gute Idee. Waren wir eigentlich da schon? Ach ja, das ist der Ausgang. Na gut. Huch, nein, da ist eine Wand. Sind hier eigentlich noch Türen? Ich glaube da, oder? Waren wir da schon? Nein. Ah, Perücken. Es war nur ein Perückenkopf. Wofür ist das da? Ich glaube, das ist der Raum, den wir zum Einsturz bringen, wenn wir da. Die Schubladen der Kommode waren leer. Der Safe. Es sah aus, als seien sie schon vor Jahren geleert worden. Oh. Und das Stück Papier. Ein altes Textbuch auf Französisch.
Jetzt war keine Zeit zum Lesen. Mist! Der Safe ist eindeutig zu. Aber das überraschte mich eigentlich nicht. Aber du siehst wieder Bogen. Der verrottete Boden hatte begonnen, unter dem Gewicht nachzugeben. Ja. Ich war sicher, dass die Strebe den Safe im Zimmer darüber stützte. Ah, okay. Ja. Dann sind wir schon drei. Und Nico ist geistig auf Urlaub. Ja, ich merk's. Da ist eine zugenagelte Tür. Ja, je, die steht einem auch immer im Weg. So, Ich wette, wenn wir Nico kontrollieren, steht George im Weg. Hey, da ist ein Aufzug. Oder? Wir sind zwar faul, aber so faul hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich glaube, das war unser großer Auftritt. Der Scheinwerfer war heiß genug, um die Schminke zu schmelzen. Mir stach der Geruch von brennendem Fett in die Nase, als die Schminke schmolz. Aber immerhin klappte es. Den Scheinwerfer würde ich nicht nochmal anfassen. Naja, dann können wir wieder... Den Aufzug nehmen, nein? Nein. Schade. Der Typ wird nicht mehr aufstehen. Eigentlich nicht. Außer als Moment. Zombie. Wir rennen Nico davon. Lauf! Nicht in die falsche Richtung. Ich höre Nico kommen. Ich glaube, sie ist gegen die Wand. Moment. Weißt du noch, wo das jetzt hier... Die Tür da? Ja. Mist, wo war denn das? Verschlossen. Diese Vielleicht Tür? Gab es eine andere Möglichkeit. Ach. Hä? Moment. Nein, das ist, glaube ich, schon richtig. Was sieht so gleich aus alles? Du meinst wegen den Wänden? Ja. War das die Tür? Ja, ich denke. Verschlossen. Vielleicht gab es eine andere Möglichkeit. Vielleicht ist auch das auch die Tür in den Heizungskeller? Wo zur Hölle sind wir denn jetzt? Im Keller. Also sind wir falsch? Nein, wir sind hier richtig. Aber ich glaube, vielleicht die Tür da. Ah, ja. Wahrscheinlich wird jeder gesagt, oh nein, falsche Richtung. Ah. Passiert. So. Und ja, ich renne gerne gegen Wände, so wie es aussieht. So. Ich dachte eher, der Kerl mit der Waffe wäre jetzt noch langsamer rausgekommen. Nein, ich glaube, der kommt da nicht mehr raus. Ich hatte die Hoffnung, dass die geschmolzene Schminke als Schmiermittel funktionieren würde. Cool. Ist ja auch fett. Wird der Safe da nicht gleich auf ihn drauffallen? Das Mistding war fester angeklemmt, als ich erwartet hatte. Sie ließ sich einfach nicht bewegen. Sollen wir Nico um Hilfe fragen? Das wollte ich gerade vorschlagen. Ja? Ich glaube, die Strebe stützt den Safe von unten ab. Naja, er sackt fast durch den Fußboden. Vielleicht gibt es mehr als eine Methode, einen Safe zu knacken. Ich glaube, die Strebe stützt den Safe von unten ab. Ja. Naja, er sackt fast durch den Fußboden. Okay, also nichts Neues. Vielleicht gibt es mehr als eine Methode, einen Safe zu knacken. Vielleicht Tresor. Der Safe da hinten wurde kürzlich benutzt. Er ist verschlossen. Wenn etwas so wichtig ist, dass Susaru es im Safe einschließt. Genau. Ja, genau. Benutze Nico Collar auf die Stützstrebe. Meinst du, das geht? Ja. Ah, ja. Eindeutig. Hey Nico, kannst du mir einen Augenblick helfen? Natürlich. Was soll ich tun? Hilf mir, diese Strebe herauszuziehen. Das ist ziemlich gefährlich, George. Vertrau mir, ja? Also gut. Müsste jetzt Tresor nicht gleich...
Das war ziemlich gefährlich. Mein Gott! So kann man auch einen Safe knacken. Du hast aber nicht gesagt, dass du auch meinen Schädel knacken willst. Nur eine kleine Fehleinschätzung. Du kennst mich doch, Nico. Tja, ohne Fehler wärst du nicht du selbst. Wir haben ein Ding. Zwei Dinge waren darin. Nein, ein Kartenschlüssel und ein erstaunliches Artefakt. Es war aus Stein gehauen und mit seltsamen Kristallen besetzt. Mein Gott, Nico, sieh dir das an. Was ist das? Was auch immer es ist, Susaro hält es offenbar für wichtig. Also nehmen wir das Ding und den Kartenschlüssel mit. Mhm. Im Safe war sonst nichts. Hey, das Kartending. Haben wir auch mitgenommen. Haben wir? Ah, hat er. Jetzt brauchen wir auch den Soldaten nicht mehr. Denke ich mal, speichern wir jetzt mal. Wo speichern wir drauf? Auf Paris 3, ne? Jo. Gut, dann setzen wir das Spiel mal fort. Ach so, ja, natürlich ist die Tür auch zu. Also müssen wir durch die Tür. Macht ja auch keinen großen Unterschied. Naja, ist eine Tür, die wir nicht mehr laufen müssen. An der ekligen Leiche vorbei. Benutzen wir jetzt den Sicherheitsausweis. Piep. Hey Nico, ein Fahrstuhl. Wow. Wir haben die Wahl zwischen abwärts oder abwärts. Du hast mir gefehlt, weißt du das? Du mir auch. So, das wäre geklärt. Gehen wir. Sehr romantisch. Oh ja, und in einem Fahrstuhl. Oh. Und wir sind in einer Höhle. Gibt's hier noch was? Nein? Keine Ahnung. Nein. Und diese Höhle ist creepy beleuchtet. Eigentlich hält das nicht, so wie diese Balken da durchgehen. Deutliche Ems. Sieh dir das an. Was ist das? Irgendein Symbol, in den Stein gemeißelt. Das wurde wahrscheinlich beim Graben dieses Tunnels gefunden. Es sieht aus wie ein gespaltener Blitz. Was das wohl bedeutet? Keine Ahnung. Können wir es mitnehmen? Er war wunderschön gearbeitet. In meiner Wohnung hätte er toll ausgesehen. Der Stein sah schwer aus. Den würde ich bestimmt nicht aufheben. Also wohl er nicht, ne? Und da vorne sehen wir einen riesigen Schlange. Mein Gott, Bruno hatte recht. Oh, George, es ist wunderschön. Wer kann so etwas erschaffen haben? Noch wichtiger, wozu dient es? Eine Brücke führt in die Mitte. Ach, das ist das Ding für die Tür, ne? Was? Oh ja. Oh ja. Tja, dann wollen wir das doch mal rausnehmen. Wie Übeltäter. Na. George, sieh mal. Es ist eine Art Säule aus Energie. Drachenkraft? Sieh mal hinein. Sieht aus wie eine Art Stein. Mit einem Wahnsinn. Omega. Seit Jahrtausenden in Position gehalten. Und Schlangen. Was zum Teufel? Hast du das gesehen, Nico? Ja, aber ich kann es nicht glauben. Verrückt. Es mag dich, George. Nimm es mit. George, oh mein Gott. Ist passiert? Eben war es noch ganz fest. Ich weiß nicht, es ist seltsam. Was hast du rausgenommen? Es sieht aus wie ein flacher Stein mit einer Art Omega-Zeichen drauf. Was macht ein Stein in einer rätselhaften Energiesäule? Und warum konnte ich ihn nicht nehmen? Keine Ahnung. Charisma? Pass auf, Freundchen. Okay, das war's. Ich denke mal, wir müssen jetzt wieder gehen. Jetzt können wir wieder gehen. Gerade als ich sagen wollte, dass keiner was gemerkt hat. Was ist los? Ich dachte, das hat sich aufgehangen. Oh, das auch. Es ist nur ein Mann. Warum rennen sie davon? George, schnell! Jemand kommt im Fahrstuhl herauf.
Oh nein, es ist Susaro. Und er hat seine Freundin dabei. Petra! Nico, wir kommen nicht rechtzeitig am Fahrstuhl vorbei. Such dir ein Versteck. Schnell. Wow. Was macht er hier? Wie ist er an all den Posten vorbeigekommen? Die Männer sind schwach. Sie verstehen nicht, was auf dem Spiel steht. Warte einen Augenblick hier. Wir Hallo? Werden ja sehen, was nun passiert. Also, ich bin dafür, dass wir so weit wie möglich nach links durchklettern und uns dann aus dem Staub machen. Meinst du, wir können es abholen? Können wir speichern? Nein. Das ist jetzt echt assi. Okay, klettern wir nach oben? Ich glaube, die warten sowieso im Moment extra, damit wir hochgehen und... die Arschgeigen. Ach, verdammt, komm, wir machen das jetzt. Petra, da sind sie. Schnell, George, hierher. Nein. Das wird mir ein Vergnügen Oh sein. Gott. Warten Sie, wir können drüber reden. Zu spät. Halt! Okay, nochmal. Wieso klemmt die aus der Distanz was zum Teufel dein Auge zu? Was ist los? Die sind ganz wahnsinnig vor Angst. Ich werde das sowas sonst fehlen. George, schnell! Jemand kommt im Fahrstuhl herauf. Oh nein, es ist Susaro. Und der Petrans Laptop. Nico, wir kommen nicht rechtzeitig am Fahrstuhl vorbei. Ja, lass mich laufen. Such dir ein Versteck. Das könnte jetzt etwas länger dauern. Nein. Das hätten die sehen müssen. Was macht der hier? Wie ist er an all den Posten vorbeigekommen? Die Männer sind schwach. Sie verstehen nicht, was auf dem Spiel steht. Warte einen Augenblick hier. Wir werden ja sehen, was nun passiert. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriegen werde und für weitere Fails entschuldige ich mich schon mal. Denn ich fürchte, es werden noch ein paar dazu kommen. Okay. Ach, das schaffen wir schon. Irgendwann. Ja. Okay. Petra, da sind sie. Töte sie. Moment, wie renne ich so? Schnell, George, hierher. Ja. Nein. Das wird okay. Mir ein Vergnügen wir sein. Sind gerade ganz ruhig auf Petra zugelaufen. Zu spät. Okay, das war wirklich fehl. Was noch lustiger ist... Was zum Teufel war der das? Musste ja nicht die Kanone von dem Typen nehmen. Was ist los? Die sind ganz wahnsinnig vor Angst. Es ist nur ein Mann. Warum rennen sie davon? Ich denke mal, ich lasse jetzt den Kasti einmal einen Versuch machen. Bitte? Oh nein, es ist zu sauber. Ich lasse den Kasti jetzt mal einen Versuch. Jetzt doch nicht, oder? Doch. Gleich. Nico, wir kommen nicht rechtzeitig am Fahrstuhl vorbei. Such dir ein Versteck. Also jetzt erstmal da runter. Ja, natürlich. Was macht der hier? Wie ist er an all den Posten vorbeigekommen? Die Männer sind schwach. Sie verstehen nicht, was auf dem Spiel steht. Und warte Petra ist blind. Ja. Wir werden ja diese sehen, Finger. Besonders kann man sich auch voll so lange. Das so hält. Ja, das wollte ich gerade sagen. Vermutlich hat er das im Schulsport mit 1 abgeschlossen. Ja, gut, der Ball Adrenalin. Okay. Ich werde das erstmal nicht mehr versuchen. Okay. Ich denke mal, ich lasse es den kassieren. Viel Spaß bei dieser blöden Steuerung, die mich in den Wahnsinn treibt. Alles klar. Dann. Müssen wir immer kurz Plätze tauschen. Hopp. Okay. Pfeiltasten und Shift, ja? Mit Shift rennt er, mit den Pfeiltasten läuft er und die Aktionstasten sind WASD. Oh, okay. Ja, also ziemlich doof gemacht. Jetzt. Petra, da sind sie. Töte sie. Schnell, George, hierher! Oh Gott, dann kriegst du es ja besser hin als ich in das Spiel. Oh, das ist flamboyant. Oh mein Gott, nein, lauf! Oh nein, das ist. Ich bin fail. Verdammt!
Oh, wir haben es geschafft. Weißt du, was nur peinlich ist? Ich bin so ein Paylord. Was machen wir jetzt mit der Tür? Ich halte die Türen auf, damit der Fahrstuhl nicht runterfährt. Such etwas, das wir in die Türen klemmen können. Ich weiß was. Was denn? Okay, wir tauschen wieder zurück. Das war sehr erfolgreich. Ich drücke einfach mal die Escape-Taste und wir können speichern. Warte, bevor sich unsere Headsets hier verknoten. Ich müsste unterlenzen. So. Das ist sehr abenteuerlich, wie ihr hört. Okay, ich sitze wieder an meinem Platz. Alles gut. Damit kann man das Spiel jetzt fortsetzen. Und wir beeilen uns, um hier Nico die Lichtschranke zu ersparen. Wo war jetzt dieser hässliche Stein? Welcher Stein? Ach nee, der war unten. Ich weiß, was wir reinklemmen können. Die Eisenstange? Ja, unseren allseits Allrounder hier. Wir haben die doch noch, oder? Ja, da haben wir sie. Die Stange war durch die Explosion aus der Maschine des Erfinders geschleudert worden. Das würde mich nicht voranbringen. Das ist jetzt unsere Metallstange, nicht? Ich wusste, dass Harry nichts gegen diese Verwendung seines Flaschenöffners hat. Okay, Nico, du kannst jetzt loslassen. Okay. Gute Idee. Dann den Flaschenöffner. Ich glaube, wir können jetzt wieder weiter. Ich sag da mal zu nichts. Okay. Wir sollten nichts speichern. Zu. Das ist eine sehr gute Idee. Auf Paris 3.